bin ich da weg evakuiert worden. Es war so, ich habe eine schöne Bettstatt gemalt, habe kein Radio mehr gelassen. Jetzt hat er das Mal, ich bin gerade recht fertig geworden mit dem Fuß, ein Stück von dieser Bettstatt. Da habe ich dann aufgehört, Großmutter, Mutter und Kind. Ich meine es einfach wie in einer Wolke hinein. Die Mutter zwischen denen mit dem Armbrust und schießt dann so wie oben runter. Wunderschöne Ehrenkante oben durch und so die Bettstatt ist schön geworden. Jetzt bin ich da fertig geworden, zumal schälen da das Telefon, die Polizeistabe, wo viele suchen, ist am Telefon gewesen. Sie, Frau Roth, haben Sie nicht gehört? Also in der Bus sind Sie tot nicht. Also vier Schale hat sie weggerissen von der Lawine. Jetzt, wir haben den Auftrag von Chur aus, wir müssen sie da evakuieren. Das kostet sie ja nicht. Wir holen sie für ins Dorf führen. Wann haben Sie einen Stall für ihre Tiere? Ich sage, ich gehe nicht fort. Einmal tut es ja eigentlich nicht, sei es Natur oder sonst wie. Ich gehe nicht fort. Ja, nein, ich komme nicht in Frage. Ich sage, zwei, sie haben mit mir geholt, ich soll mich bereit machen. Also in zwei Stunden. Muss ich also mich bereit haben. Gut, ich habe das gemacht, aber die Umstände. Jetzt habe ich drei Muttertiere gehabt, zwei junge Schafe im Stall und dann noch zwei Zwerggeißli, 22 Hähne, drei Pauen, zwei Hühn und vier Katzen. Und bis ich die Hähne bepackt habe und dann auch noch drei Schafe, jetzt habe ich natürlich diesen Strohsack, wie man so fürs Lager hat, habe ich dann noch die Hühnerrasen eingepackt. Und Katzen auch. Und dann sind sie dann eben, meine Kleider habe ich dann immer so Überlandskoffer mit Holz und zum Abschliessen habe ich da auch bereit gemacht. Habe mir da die Wasserleitung schauen, dass alles durchläuft. Und eben wegen dem Licht habe ich das alles mir besorgt. Jetzt richtig, die sind dann gekommen, zuerst den Job, haben sie mir treiben, bis in die Straße führen und dort in den Jeep rein. Weil sie da nicht mehr können herfahren, weil sie so viel Schnee gehabt hat. Jetzt zwei Jeep noch mit Tieren. Jetzt haben sie in dem dritten Jeep rein, mich mit der Katze und mit der Kuffer, was etwas Kleider gewesen. Jetzt sind wir den Bürger hoch, den, beim Bienenspektor habe ich dann einen unterteilten Stall gehabt und beim Labendätscher, der war Nachtwärter und Weibel, bei dem habe ich das Zimmer bekommen und dann auch dort gewesen. Aber weil dann der Sepp noch einen Wachthund hatte, weil einmal hat man mit ihm eine Polizeistunde, habe ich halt meine Hunde nicht auch können dort abnehmen. Jetzt noch, ich habe mich einrichten und ist das auch eine Umstellung gewesen. Jetzt der Junge, Hans Glaubendetscher, hat mir dann zwei Strohballen gegeben und mit der Strohballen habe ich dann zwei der Säcke gemacht als Matratze und bin halt einfach im Stall hineingeschlafen. Und meine zwei Hunde neben mir, Katzen sind neben mir, und im hinteren Stall habe ich da die zwei Zwerggeißli gehabt, die 22 Hähne und Pfauen. Jetzt habe ich den Mirt dann in den Stall von außen her und von innen her nicht abschliessen können. Und dann, ja, Pipertickel, ich gehe jetzt nicht zum Glaubendetscher, aber nur schnell zum Messer und dann gehe ich wieder rauf. Jetzt so, der Inspektor da, der Viehinspektor, ist ein älteres Ehepaarli gsi, aber flotte alte Leute. Die Frau hat nicht gut gehört, nur einfach, sie sind etwa mal hoch und ich bin auch etwa zu ihnen runtergegangen. Mir ist ja nicht froh sein, dass wir noch aufgenommen haben. Jetzt dann, beim Labendätscher unten, haben sie noch mir gesagt, warum das auch die Koffer so schwer ist. Wo haben sie denn auch in der Gruberen rein? Ja, Kleider und das Zeug wäre ja nicht so schwer. Sag ich, oh, meine Stadt bin gewesen, ohne das Geld mitgenommen. Sag ich, wow,
Geht es doch nicht, hab ich auch nicht gesagt, da haben die ihre Ahnung. Ja, komm, zeig mal. Jetzt habe ich halt zwei Kiesel voll Münze drin gehabt. Ein lauter Münzröllchen. Jetzt natürlich, das sind ganz etwa 4.500 Franken. Und ich sagte, glaubt ihr, ich lese das hin. Die Hähne hat ja früher noch, hat man ja auch in der Bella Luna alles ausplündert. Die kommen doch das nicht gerade so die Hähne noch. Sagen sie dann wieder, ach, tun sie doch das in die Bank, sie brauchen doch nicht so viel Geld da in der Bella Luna hinter. Ich sage, ja, das ist mir unverständlich. Ich tue gern Bar zahlen, dann hat man auch ein bisschen Prozent zum Abziehen. Jawohl, geben Sie mir da auf Post, jetzt richtig. Ist dann ein Tag gekommen, da haben sie mir dann gesagt, ich bin ja schon auch in die Kirche gegangen, da, und ich will wissen, wie die Kirche aussieht. Natürlich bin ich sonst nie früher gegangen. Jetzt so, und ich da in Gottesdienst gegangen. Eine schöne Kirche, noch im Laufe eben von dem Nachmittag, haben wir dann abgemacht, ich tue hier ein Kassenbüchchen machen und da von 1000 Franken und das andere habe ich so 2500 Franken habe ich dann auf, da wäre dann Kontokorrenthilfe gewesen. Ich habe das Geld nicht gerne aus den Händen tun. Jetzt ist dann am anderen Tag, ist dann auch der Kanzler wieder gekommen und hat mir gesagt, um 1:30, dass ich dann wüsste, fahren sie dann wieder hinter. Ich sage, wow, hätte er das mir nicht vorher können sagen. Jetzt ist ausgerechnet 12, wie will ich da die Ratzen eintreiben? Und da der Steinbutz in etwa 1,5 Stunden, das ist mir noch ein schöner Befehl. Sagt er, wo jetzt machen sie da? Nein, nur vorwärts. Sag ich, ja gut, wir schauen, dass es geht. Aber schauen Sie dann, dass Sie Ihre Katze wieder einbringen. Jetzt ist es ja wahrscheinlich. Gut, ich bin dann rübergegangen und dann angefangen, den Stall, da die zuersten Tänne in den Sack rein zu bauen auch. Und dann habe ich angefangen, den Stall zu wischen. Da ist dann eine Katze gekommen. Und dann habe ich die auch in den Sack hinein, wieder zwischen. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich die zwei Berggeißchen führen, treiben, auf die Straße führen, dann ich die in die Bohnen anbinden. Und im Rückwerk habe ich dann von dem Viehinspektor Mäuli noch den Schlitten verlangt. Und ich habe mit ihnen Säcken auch noch die Säcke in die Straße führen. Natürlich schöpfe ich auch meine Führer treiben. Damit dass da der Heinrich mit dem Schippe können da die Schafe aufladen. Gut, dann bin ich dann nachher, wie die Tiere gewachsen sind aus dem Stall, bin ich dann wieder zum Labedetschraben und dann da die Sachen noch geholt, da die Gruppe, und habe mich dort verabschiedet. Und wohl noch ein Trinkgeld gegeben und sagen, ja, sie werden dann zahlt noch vom Mainz und da, der Kanton zahle ich noch etwas, für das, dass ich mich aufgenommen habe. Jetzt gut, ich bin wieder hinterher gekommen und da sagt der Heinrich bei einem Schaf, sei da Fuss abgeknüpft. Sie haben da beim Aufladen ein Schaf da den Fuss inzwischen Ding abgehoben und jetzt vor der Beine oben im Knüppelgelenk abgeschlagen. Ja, das wünsche ich, hat jetzt Metzger gelassen. Da sage ich, ja, wer metzgert mir jetzt das? Ja, und dann sagt er, ja, jetzt ging er da den Bienspektor, der Herr Mäuli, der macht auch da Hausschlachtungen. Ja, der ist gekommen und dann habe ich da müssen zuschauen, wie da der Schaf, das junge Schaf gemerkt hat, schrecklich gemerkt. Jetzt richtig ist der Boxer gekommen, ein Spätsch über den Schaf hineingestanden und hat ihm das ganze Köpfchen abgeschleckt. Jetzt natürlich ein Schöpfchen habe ich da in der Stube rein müssen, ein Schöpfchen geben. Jetzt natürlich habe ich da im Winter, weil ich nicht viel, also gestern habe ich die zwei Schöpfchen da in der Stube rein, den Schöpfchen gegeben. Und bis ich es dann wieder haben können, in den Stall hinterher tun. Jetzt habe ich dann noch,
ist dann am anderen Tag, habe ich meinen Priester mehr belegt, dass er mir wieder da das Bier bringt und Lebensmittel. Und da sagte er mir, sie, Frau Roth, sie hätte mir am Loch mit Münzen zahlen. Ich sage, warum? Sagt er, ja, sie wissen es nicht, sie sind in der Zeitung gewesen, mit dem vielen Geld, das sie da in die Anführung geschleppt haben. Sagt er, wow, wir Frecher kommen, wollen wir noch einen Briefmarsch unterschlagen oder die Zeitung nicht ab. Nichts davon weiss ich da. Jetzt kommt es aus. Sie sagt er, ja, denken Sie, jetzt tut man diese Münzen sammeln mit ihnen. Jahrgang, sei es ein Rappen, geht es ins bis auf 50 Franken, so nur ein Rappen, je nach dem Jahrgang, und 5 Lieber auch. Und denken Sie, jetzt wird noch Silbergeld kommen aus dem Kurs. Der Frühling, ja, die Deutschen holen da Silbergeld, eine ganze Gamion weiss. Das ist ja traurig. Richtig, am anderen Tag ist wieder ein Pöstler und zeigt mir so einen Zettel, also Brief, Ding, Grösse, wie Zeitung. Und so viel ist einfach die Liste, so viel, ein Zehnerli, Zwanzigerli und wie das Münzengeld ist, hätten sie können Geschäft machen. Sag um Simmerswil. Da sieht man noch, wie man vorgeht und wie es um diesen Weg betrügt und eben zu den Leuten, die man nicht glauben davon. Also ich kann meine Lebtung nicht mehr führen. Das ist schon kein Tun. Jetzt ein paar Tage später, ich hätte den Zumstein wieder kommen. Und dann haben wir von Haus an mit, ich habe den Schaf holen, die gehören dem, ich sage, oh, gerne, sag er, mit nicht mehr. Er müsste schon zuerst zum Viehinspektor. Die gehören mir. Richtig, natürlich, der, der mit dem Fahrer ist, hat dann eben gesagt, dann gehen er sich schon erkundigen, ob die Schafe wirklich der Frau Roth sind oder am Zumstehen. Ja, und ich dann so eine verdammte Sache bekommen. Der Zumstehen hat wieder zurückkommen. Der ist natürlich 14 Tage vorher fort. Und ich habe ihn vorgebracht, nur wegen dem, dass ich meine Eifersuchtszene einfädeln konnte. Sonst hat man ja den Doktor gleich nicht in Teile oder da ins Altersheim tun. Der alte Mannsturz. Jetzt habe ich mit meinem Geschichtchen einen Endmann. Ich habe ja dann schon noch mehr, wo ich noch mal etwas könnte da oben zählen. Es war dann der Fall gewesen, im 1975, am 17. Juni, hat es so ein Donnerwetter gewesen und ein Hochwasser in der Nacht. Jetzt ist eben Nacht, wie es dann so ein bisschen gekühlt hat, gegen Morgen um 4 Uhr. Höre ich dann die Hundbellen unten rein, wie verrückt. Und mein Hund hier, der Schäferhund, habe ich dann in der Nähe am Kopf und Bett. Auch du wie ein Satan. Höre ich da das Fenster auf und ziehe ich hier runter. Dann sehe ich hier die zwei da zum Fenster rausjucken. Und ein dunkles Auto vor dem Schraubenfenster. Ich sage, was? Die verdammte Hunger, die einbrechen. Da steht dann einer von denen da zum ersten Tisch raus. Und dann sage, was? Der Mensch, der ist ja vor 3 Tagen noch da gewesen und hat sich auch schlecht aufgeführt. Der verdammte Hurenlümmel. Mann, ich umhabe. Prompt, ich bin runtergekommen, ich habe ein paar Dosen. Jetzt haben sie dann hier Licht gehabt, in der Stube, die Musikbox ist Licht gehabt, und der Keller, der Gang, die Küche, Schwänze hat Licht gehabt. Ja, Gott, wo sind wir rein? Die sagt, also da ist das Fenster noch ganz. Die sagt, ja, sie wissen sie wahrscheinlich schon, wo sie mir einbringen. Das haben sie schon gesagt. Jetzt hat der Graumann, wo in den 60er Jahren ist,
Jetzt hat er da die Bierwäsche gestrichelt und dann gesagt, komm, wir haben das Gewicht gemacht im Dorf vorne. Wir sind erzählt worden. Wir haben ja wollen schauen, wie jetzt die Paula reagiert mit dem Riebrecht. Sag was? Ihr verdammte Hurenlümmel. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Ausfriedensbruch, Einbruch und Diebstahl. Am Morgen im Bier. Woher kommen wir denn an? Sagt er, ich bin ein Gewerbemeister von der Überraschung. Und die anderen zwei sind auch von der Überraschung. Sag er, was? Und der Huren dummen Streich, ihr seid schon noch richtig noch der Buben hier. Dann sagt er, ich will es für Bier zahlen. Und der andere ist halt noch mehr zugestanden. Ich natürlich Hemd und Hose wie ein Mann. Ich war natürlich ohne Büste, da könnt ihr euch vorstellen, wie ich aussehe. Und jetzt sagt dann das Männchen da, jetzt braucht man nicht für euch noch. Jetzt hat das Bezinnernötchen auf den Tisch gelegt, ich will mein Bier zahlen. Dann sagt er, holt nicht in Frage. Die Zeit habe ich die Wirtschaft nicht auf. Das ist also Einbruch und Diebstahl. Ihr verdammter Lümmel. Und dann hätte er so gerne Zinn und Nötchen blasen, dann ist er am Boden abgekehrt. Und dann hat er Huren Lümmel gemeint, ich lese es noch auf. Sie sagen, lese es noch selber auf. Ich nehme das Geld nicht in die Hand. Ich habe so einen Einbruch gemacht. Ihr müsst jetzt wissen, was ich angestellt habe. Ich habe schon noch Träger, ihr verdammter Lümmel hier. Jetzt, no. Jetzt machen wir dann ausreden, aber noch ein Handchen. Was sagt denn der andere? Ich soll die Türen aufmachen. Sie sagen, nein, ihr geht zum Loch aus, wo noch Ärger sind. Dann sagt er, nein, die können wir nicht mehr. Es ist ja so ein Umständler. Da hat es mehr als vor dem Fenster hinwendig. Ja, da können wir noch Knochen brechen. Dann sage ich, was? Und wer hat euch das gesagt? Ja, da wissen sie so, da junge Burschen von Pilisur sind auch schon dort hineingeschlafen. Sagen so, so, den könnt ihr schon nehmen. Die anderen meinen natürlich, die können die anderen gar nicht reinlassen. Da sind eben da die Nachtschwärme, da die Jungmannschaft. Hier lümmel die. Jetzt richtig, und ich sage, jetzt machen wir einen Ausreden. Ich würde noch gern ein bisschen schlafen. Sind da zum Loch ausgejubt. Und dann habe ich ihnen zugeschaut, sie sind über die Brücke. Und sind dann dort in das schwarze Auto eingestiegen, da vorne. Jetzt bin ich dann noch eher ins Bett, natürlich auch nicht mehr in den Schlaf. Ich habe studiert, was will ich jetzt unternehmen, wenn denn die schon zahlt worden sind. Da von vielen Suchen her, haben wir die in einer Wirtschaft. Beweisen kann man ja nicht, wer da das gezahlt hat und dann den Einbruch noch finanziert hat. Jetzt. Nur am anderen Tag, wer zuerst gekommen ist, war der Karliger Platz gewesen, und der hat dann dort mal noch in Pilisur auf dem Bahnhof geschafft. Da sagte er mir, du hast die letzte Nacht Besuch gehabt. Er sagte, ja, wieso weißt du das? Ja, dann weiß ich, da wohne ich eben auch. Er sagte, so, dann bist du eben auch einer von denen, der gezahlt hat für das. Ja, du hast jetzt nicht einen Polizist spricht, hat er gesagt. Und ich sagte, da geht ich in den Dreck an, du musst mir nicht wollen befehlen. Jetzt ist eine Viertelstunde gegangen, da kommt wieder ein Auto mit einem Ferienperli, wo prompt auch gerade im Bahnhof oben in der Ferien war. Und die sind dann vorig Jahr auch ein paar Mal bei mir gewesen. Die sind sonst einmal beim Puff im PC-Lahmen gewesen. Jetzt haben die Lieben mir auch gesagt, du hast Besuch gekommen. Dann sage ich, ja, warum? Ja, du hast ihm telefoniert. Dann sage ich, er geht auch in den Dreck. Ja, wie ist denn gegangen? Dann habe ich gesagt, er geht auch in den Dreck. Ihr wisst vielleicht noch mehr als ich. Und wenn es auch das da passiert, ich habe natürlich, ich bin allein und keine Zeugen. Egal, wie kommen die. Ja, in dem Fall sind sie gleich gezahlt worden. Wo will ich jetzt da ein Polizist sprechen, dann nützt mir gar nichts.
rein gar nichts mehr da. Jetzt ist dann wieder ein paar Tage vergangen. Da habe ich dann ziemlich Leute da gekommen. Meine Schwester ist dann auch noch gekommen. Du zumal sehe ich hier einen Mann fahren im Trainingsanzug. Wer ist sie? Einer von diesen drei, der da den Einbruch gemacht hat. Und ich bin vorher also gemütlich gewesen. Und wie der reingekommen ist, habe ich halt natürlich meine gemütliche Stimmung abgebrochen. Dann sage ich so, der wird nicht bedient von mir. Warum? Hat er den, da war auch noch der Peter Gautsch dabei gewesen und da das Polizist-Ehepärli da vom Glarus. Und da habe ich auch noch mehr Gäste gehabt. Dann sage ich, ist der Frieden reingekommen. Und sagten sie, was wollen sie trinken? Ja, wegen meiner Rosen noch etwas geben, aber den tue ich nicht mehr selber bedienen. Jetzt, was hat er gesagt? Jetzt hat er selber gesagt, er habe eine furchtbare Dummheit gemacht. Er habe ein Gewitt eingegangen und sie sei bezahlt worden für den Streich, den sie gemacht haben. Sakram, hat noch mal. Und er hat selber ein Geschäft, hat also so einen roten Lastwagen und dann einen VW-Bus, wo er die Leute transportieren tut. Und der andere muss Buchhalter sein, jetzt da, da in Langmarkt unten. Und dann ist der Handli wieder gegangen und ein paar Tage später ist er wieder mit Gästen gekommen. Und dann hat er dann auch wieder erzählt, bevor ich noch etwas gesagt habe, dass er eben den dummen Streich gemacht hat. Ich sage, bitte, kann das Christen möglich sein, dass viele Suche vorne so kreuzdumme Leute hat, die also einen Einbruch noch finanzieren, anstatt mir als das Gäste leben mögen können. Das sind doch ein miserables Zugel. Ein Tuder, das ist doch nicht mehr normal, nicht mehr menschlich. Sag Amen einmal. Darum habe ich derig abgeschrieben. Und die haben mit dem Schulze gemeint, könnte nicht einmal recht gut zu sagen, aber schweigen noch an die sagen. Ich also, ich tue mich distanzieren von derigen Leuten. Verdammt, der Ruge dir. No. Einfach, mit dem Polizist habe ich ja Dutzend, aber er kommt als normaler, feiner Mann, kommt jemand mal und sagt, wie ist es? Wenn aber etwas ist, Geld bräuchte ich doch auch. Weißt du, wir haben jemand mal bedenken, wenn du so allein bist und eben niemand dumm hast, kann nachbauen und du nur berichten. Da habe ich gesagt, dann bist du gleich nie die Hand. Da heisst es aber noch am Telefon, es wird umgeleitet. Nein, da haben wir gesagt, weisst du, ist es so, wir haben auch unsere Zwischenzeit, dann wird einfach das so der Funk weitergehen und dann komme ich schon. Ja, jetzt ist dann auch im Winter, wo ich meine Schäfchen hatte, habe ich einen Tag eine alte Auge und die hat nicht gut können lämmern und ist dann schwach gewesen. Jetzt mal an der Stallstür ist ein Bärli gestanden und nochmal einer da am Bündner. Jetzt haben sie dann gesagt, hey, schlafst du noch im Stall? Um die Zeit, jetzt ist es gut, Zähne. Nein, so gerne noch. Ah, wie ist es sie? Dann sage ich, ja, ich habe jetzt ein bisschen Pech im Stall. No, ich komme jetzt führen. Jetzt habe ich die Türen aufgemacht, da war eine Frau dabei gewesen, die hatte keine Zähne und ganz kurz geschorene Haare. Jetzt der Mann hatte dann so ein doppeltes Bärtli gehabt, fast wie ein Geissbock, ein brennig mageres Mandli und der andere war ein ziemlich fester, so ein Antikhändler gewesen. Gut, die haben den Alpertypen wieder in den Stall hinter. Und da hinten ist dann so ein halb Liter umeinander gegangen, dann haben sie wieder gezahlt und die haben einfach nicht wollen gehen um die 2 Uhr in der Nacht. Ja, ist ja gar Schutz, wir gehen jetzt nicht mehr vor. Sag ich, um Zimmerswille, wie soll ich jetzt das machen? Gut, die haben ihnen das Zimmer gegeben, sie sind zum dritten dort hinten gewesen, da im hinteren, im blauen Zimmer.
Jetzt habe ich den am Morgen, natürlich in der Nacht, und nicht können schlafen. Ich habe mich in den Stall hinterher. Also mit dem Schaf, dass ich nicht ausblühtet, einfach etwas ist gsi, wo nicht ganz ist gsi, wie sie zählen. Jetzt am Morgen, wo die dann aufgestanden sind, habe ich da etwas am nicht traut. Die haben so komisch gestunken, die zwei. Da die Deutschen. Und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich leider zu wenig Brot da. Da sagt dann da der Bündner, er geht mir schon ein Brot holen. Da sage ich, nein, jetzt habe ich abgestellt, sie bringt mir. Da sagt er, ja, nur gut. Also, wir kommen dann, wir gehen jetzt ein bisschen auf den Handel, wir gehen Geld holen, da in tiefen Kastlohnen. Und da sagen dann schon, wenn wir zurückkommen. Paula Marsch hat die Rechnung bereit. Jetzt richtig. Jetzt hat ja da die Frau, hat mir da Geschichte erzählt, hat sich alles widersprochen. Da habe ich deren nicht mehr getraut und die hat dann gesagt, sie habe weder Pass noch Geld im Sack. Und dann erzählt, sie habe so eine wunderschöne, mit langen Haaren, blonde Perücke und sie habe sie eben auch im Auto rein. Sagen, was? Und hat mir zuerst nachgegeben, sie tun da auch Werte da in Stuttgart draussen. Jetzt mal hat es mir wieder etwas anderes erzählt und wenn ich wieder zurückgekommen bin vom Stall, hat ich schon wieder leere Flaschen vor sich gehabt und da die Hose gewaschen da in dem Brünneli und da oben vorzu wieder getrocknet auf dem Boden. Jetzt am Abend, als ich den Polizisten sprach, da sagt er, ja, da der Herr Zipper sei in den Ferien. Und ich sagte, die Frau da, die kann ich nicht länger da haben. Also eine, die kein Geld hat, sie will mir helfen, schaffen, aber ich traue der nicht. Und das Zimmer stinkt, etwas Furchtbares. Also jetzt meint ihr noch, sie kommen in ein anderes Zimmer rüber. Sagen, und nicht in Frage, ich will sie lieber fortan. Und sie sagt, sie hat kein Geld, ich habe doch deren kein Geld gegeben, um sie immer zu willen. Und dann am zweiten Tag, eben der Mann hat dann angerufen, sie können nicht mehr über den Reibler, haben einen Schneesturm. Und dann am anderen Tag haben die wieder Brüche gehabt, sie sagt schon wieder ein Stück raus. Sagen, wow, um sie immer willen, und die holen dann die Frau nicht ab. Sie haben angekündigt, sie seien jetzt 11 Jahre geheiratet mit ihm. Und er hat eine Stimme gehabt, wie ein richtiger Räuber, so eine scharfe und laute Stimme. Jetzt hat ein Polizist ihm befohlen, ich soll sie das Telefon holen. Dann hat sie gesagt, ein Auto heißt in Konstanzone. Und vom anderen da, von dem Bündner, hat sie nicht einmal den Namen gewusst. Und er sagt, um sie immer zu ist doch. Und dann hat sie doch meine Personalien angegeben von ihr und da von dem Auto die Nummern. Auch das hat sie nicht mehr können sagen. Dann hat sie gesagt, sie hat Selbstmord abgeschichtet, die Frau will sie rauswerfen. Sie hat keine Zeit für sie. Du sagst, der Polizist hat mich wieder verlangt. Du sagst er zu mir, er berichtet sie noch jetzt gerade dem Doktor. Es ist nämlich so, da ist eine ganze faule Sache dahinter. Ich sage, ja, wir haben noch lustig müssen für die noch der Doktorrechnung zahlen. Da kommt doch nicht in Frage. Da sagt der Polizist, nein, das wird schon durchs Amt gemacht. Ich muss keinen Kummer haben. Jetzt warum? Ich habe noch einen Bericht auf dem Madenhaufen. Und das ist da die Einwohn-Wieland, wo dann da der Bündner kennt, wo da das Antiquarenlädeli hat. Und der hat dann eine Freundin gehabt, die wohnt jetzt gegenwärtig auch in Stuttgart draussen. Und darum hat der das Perli natürlich von Stuttgart her an die Wien gebracht. Jetzt richtig, der Herr Doktor ist dann gekommen und hat sie dann mitgenommen und die hat belangt, er soll ihr Geld geben, damit sie noch auf den Maden rauffahren. Und von den Maden her, am anderen Tag, haben sie sie wieder auf Berlin gebracht. Und der Doktor hat dann ihnen befohlen, also sie dürfen nicht mehr in Bellalun haben und die Frau Roth mache ich wieder Sonntag und sie lässt es nicht mehr rein.
Und dann hat mir dann gesagt, er holt sie noch da in der Belle Lune ab. Das sage ich, kommt nicht in Frage. Sonst machen sie es gleich wieder wie am Anfang. Und die will ja nicht mehr von mir weg da. Ich vermag doch nicht so ein krankes Weib zu behalten. Und das sind wir auch nicht etwa vor 3 bis 4 Wochen überhaupt nicht mehr Gäste gegeben, bis noch dann an der Gestalt draußen ist. Und da habe ich das Gefühl, sie haben eine Stinkbombe laufen lassen, da oben im Zimmer. Jetzt richtig, nur einfach, sie haben dann wieder befohlen, Berlin, dass da die Frau, soll abgeholt werden, und durch den gleichen Mann. Und den habe ich dann benutzt, durch den wegmachen. Der ist schon der Sohn von dieser Frau vom Sonnenheim, dass der Mann die Frau dann abgeholt hat, in einen gehörigen Rausch hinein. Und die Frau vom Sonnenheim ist da froh gewesen, bis sie die das Geschöpf wieder losgehört. 14 Tage später ist dann ein Polizist, der Herr Zipper, gekommen und gesagt, so, machst du jetzt eine Klage gegen Zechbrillerei? Dann sage ich, ja, was will ich jetzt machen unternehmen, da für so einen deutschen Seemann und für den Franz da. Dann kann ich einen wegnehmen unternehmen, weder dann ich noch irgendwo draus habe. Jetzt drüber aber habe ich dann eben da den Zettel an den Fenster dran tun. Da habe ich geschrieben drauf, um Streitigkeiten, Einschleichdiebstahl und Verleumdung zu vermeiden, sollen die jenischen von diesem Haus und Hof fernbleiben, das Opfer der rücksichtslosen Paula Roth. Jetzt ist ja nicht lang gegangen, haben sie denn das aufgenommen und haben sogar noch den Artikel samt dem Spruch auf der Haustür haben sie fotografiert und haben dann das noch im Beobachter geschickt. Und da ist dann zum Ding, wie sie geschrieben haben, unter der jenischen Gruppe, das sei dann, stimme nicht überein mit dem Spruch, wo ist dann da die Einigkeit? Die Frau Roth, die Frau Wirtin, die tun ja die ganze Menschengruppe verteufeln mit dem, was sie da im Fenster haben. Das sei traurig. Ja, ich habe aber vernommen von Basler, von einem Basler Ehepaar, dass die Jenischen solche Sachen treiben. Sie nehmen die Frauen da in die Schweiz rein und nehmen andere raus. Natürlich mit der gleichen Perücke, die die erst aus ihnen gebracht hat, und nachher nehmen sie einen anderen raus. Das ist ja irgendwie wie Menschenschmuggel. Und ich habe auch das Recht dazu, dass ich da so einen Artikel ins Fenster rein tue. Und seitdem tun sie einen weg, tun sie also, lasse ich immer die Gruppe nicht mehr rein. Was mir einmal zur Last gefallen ist, habe ich das Recht, dass ich die nicht mehr da reinlasse. Nur weil ich allein bin, ich habe ein Bödel hinten, keine Augen. Wenn ich einmal Tee mache oder Kaffee, dann sind sie sicher hinter dem Büffel gestanden oder hinter der Stübli hinten gekommen. Hat schon auch Anständige unter denen, aber sie haben dann auch wieder Mitgänger, Mitläufer, wo mir dann wieder einen Schaden einfädeln können. Dem sage ich recht rücksichtslos gegen einen jemand. Ich muss Sachen auch zahlen. Und wenn ich auch das manchmal mit einer lustigen Rede sage, muss man so wie ein Blitzableiter machen, dass es so schnell wie möglich wieder geht. Dann sage ich mir noch, ich habe eine Masse Schulden. Alle Augenblick kommt der Betreibungsbeamte. Packt eure Ware 10 Millionen kein Geld für dich. Dann müssen sie es glauben. Jetzt habe ich mir noch ein lustiges Zettel, gell? Jetzt wo sind denn ein paar Soldaten gekommen. Da ist die Stube rein und da habe ich am Stammtisch etwa 5-6 Stück gehabt. Jetzt habe ich dann noch
Und da der Rudi da unten, und dann hat da der Berti Tüller. Und dann ist dann um zu Wesen gekommen. Und da ist dann so ein besserer Amtsmann geguckt. Also, hätte dann auch wieder ein bisschen lustig gewesen. Schon macht er alle gesucht, wie so eine Computermaschine. Jetzt haben sie immer gemütlich da am Tisch geguckt. Da sagt dann da der Kurt, am Pferd ist im Brünn. Du, was kostet es jetzt? Dann sage ich, ja, und macht er so 10, 16, 14 Franken ist sie. Das sind jetzt Marie und nicht nur Geld da. Dann sage ich, weißt du, was ist mit der Unterhose? Der Patsch aufgestanden, die Schuhe abgetan, die Hosen runter und die Unterhosen abgezogen und werde mir die Unterhosenpatsch da aufknüren. Und alles war still. Und erst nachher, wie er die Schuhe wieder angelegt hat und die Hosen wieder aufgezogen, die Schuhe angezogen, alles hat dann gelacht. Patsch. Und ich habe dann noch die Unterhosen und die Pödel genommen. Und dann, heute haben wir gelesen, sagt er dann, so ist die Türen aufgefangen, sagt er, du Pauli, geh mir die Hose wieder in früher als Vögel. Hey, die Türen ist aufgefangen. Ich sage, nein, die rutscht nicht mehr rüber. Wenn du mir das Geld nicht bringst, dann werden die Hose besteigert und der Erlös geht an die Winterhilfe. Warte nur, der will es machen, wenn der Tod an den Kostallen. Herr Pump, jetzt hätte der Pferd ja wieder will Platz wechseln mit der Hildegard. Was ist mit dem Rudi seiner Frau? Die ist natürlich neben dem Herrn Mark geguckt, gell? Und der Herr Mark hat drüben mal Knülle tätschelt, gell? Jetzt richtig, die zwei haben den Platz nicht will wechseln. Dass der Pferd mir hätte können, mich wegschicken, dass er wieder da die Unterhäusle klauen für seinen Kollegen. Nein, ich bin einfach nicht mehr aufgestanden, kannst du ein bisschen warten? Nein, jetzt richtig. No, die Soldaten vorher sind also traurig am Tisch gehockt. Jetzt haben sie die Nase müssen lachen, gell? Jetzt haben sie uns dann gezeigt und da, die sind dann auch gegangen und am anderen Tag haben sie einen Haufen Soldaten bekommen. Eben, sie haben da etwas berichtet, da in der Wirtschaft von, da haben sie da mal etwas Lustiges erlebt. Die verdammte Wirtsfrau hat gerade die Unterhose belangt. Und Pätschte hat die Hosen abgelassen. Wir haben die Unterhose zu früh an den Tatsch. Und sie hat also fast rumgelacht. Wegen dem dann die Unterhose belangt. Und der Pferd und der Kurt ist dann auch wieder gekommen am anderen Tag. Und hätte noch das gezahlt. Und das hat er aufgefällt. Natürlich, das Fräulein ist dann auch am anderen Tag, auch am folgenden Tag. Was hast du gemacht mit meinem Mann? Die müssen mit der Unterhose zahlen. Dann sage ich, ja, stimmt, wo müssen sie hin wollen? Du, ich als Mann hätte mich geschämt, wenn ich mir die Unterhose als Unterpfand gebe. Das ist Paula in der Bellenune, Vierti. Was da alles passiert, wenn hätte ich da doch Gespräch gegeben. Galgenbaben, die kennen. So machen wir es.